Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Und Sie haben den Titel schon gelesen. Es geht schon wieder los. Ich habe Mods drin. Und ja, ich habe unter anderem die Mod drin, dass ich hier wieder mehrere Auffüller habe. Denn vier sind einfach 20 zu wenig. Keine Ahnung. Wir machen das so wie letztes Mal. Ihr habt gezählt, ihr schreibt in die Kommentare, wie viel es waren. Nein, aber ihr seht, hier ist ein bisschen was zu tun. Und die können hier mal einräumen jetzt. Die können mal was tun für ihr Geld. So, eröffnen werden wir den Supermarkt in dieser Folge noch nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Jetzt geht es hier erstmal um das Einräumen des Ladens. Ich habe mir gerade gedacht, ja, wir lassen, pass auf. Wir lassen die jetzt hier erst einmal einräumen, dann schmeißen wir nochmal alle raus. Und das Ganze machen wir mit der nächsten Mod, mit der Fast Forward Mod, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Und ja, wenn das so schnell geht, dann müssen wir hier noch nicht mal einen Cut machen. Zehnfache Geschwindigkeit, zack. Und das ist Originalgeschwindigkeit, ich habe das jetzt nicht noch zusätzlich vorgespult. Weil wenn wir jetzt gleich hier im Laden nochmal... Oh, da sind alle wieder da. Können wir wieder normale Geschwindigkeit machen. Können erstmal alle rausschmeißen. So, sorry. Ja, ihr habt gute Arbeit geleistet, aber ihr müsst mal weg. So, dann seht ihr, haben wir nur noch drei. Und die letzten drei schmeißen wir hier am Computer raus. Verwaltung einstellen, feuern, feuern, feuern. Fertig, weg. So, warum haben wir das gemacht? Weil, ja, wir haben hier noch gewaltig Platz in den Regalen. Und das wollen wir natürlich voll haben. Nebenbei habe ich mir noch eine weitere Mod runtergeladen. Und zwar, dass ich Kartons kriege. Nebenbei, ja, automatische Preissetzungen haben wir mit drin. Muss man nebenbei links gucken. Das Limit, dass wir mehr bestellen können als 10, haben wir drin. Den portablen Handscanner haben wir drin. Die Smartboxes habt ihr gerade gesehen. Ja, und Run im Background. Also das Ganze, dass das Ganze auch im Hintergrund laufen kann. So, hier habe ich jetzt mal grob durchgezählt. Wir haben jetzt 6 Produkte und was zum Zufall, wir haben jetzt 6 Regale. Das heißt, das hier wird die Käseabteilung. Und oh, dementsprechend kriegt jeder Käse hier einfach. Ja, okay, hätte ich auch drin lassen können. So. Der Käse kommt hier raus, der kommt hier rein. Und das maximale Auffüllen, da könnt ihr euch denken, können sich die Auffüller gleich drum kümmern. Wenn wir das dann auch wieder so machen mit schnell, dann könnt ihr da sogar zugucken. Ja, mal gucken. Da können wir dann gleich mit unserem Handscanner hier rumgehen und... Ja, ich muss zugeben, ich habe die Mods wieder für mich entdeckt. Definitiv ganz praktisch. Also wenn ich mir jetzt hier unseren Kühlschrank angucke, hier ist jetzt von jedem Produkt gerade eins drin. Hier ist noch nichts doppelt. Ich würde sagen... Wir lassen das erst nochmal so. Gucken, was als erstes leer ist. Obwohl, es auch Quatsch, ne? Wir müssen es einfach mal voll machen. Sprich, wir nehmen die schönsten Produkte hier. Das ist... Erstmal ein Karton davon. Das ist ein schönes Produkt. Schön bunt, das hätte ich gerne zweimal. Das da unten ist auch bunt. Das nehmen wir auch zweimal. Das da ist auch eine schöne Flasche. Hier fehlt noch ein bisschen Kontrast. Ich würde sagen, Cola kann mal eine komplett rüber. Allerdings, ja. So, und dann kann die hier rüber. Stehen die nämlich nicht direkt untereinander. Ja, jetzt müssen wir mal einen Karton wegstellen. Das haben wir. Das, da fehlt was. Und hier drüben kann vielleicht nochmal ein Saft mit rein. Das heißt, wir nehmen mal da den O-Saft, stellen den da mit rein.
Und hier drüben ist noch gar kein Wasser drin. Dann nehmen wir noch Wasser. So. Dann ist der Kühlschrank an sich auch erstmal voll. Karton können wir erstmal wieder wegschmeißen. Nebenbei, ja, wir haben noch ein paar Regale zu viel, aber da kommen wir auch gleich zu, denn rein theoretisch können wir das Regal eigentlich klein machen, können hier nur Soßen machen, dann haben wir hier noch eine bessere Sicht. Könnte man auch machen, denn die Regale hier haben ja auch noch Platz. Und rein theoretisch können wir das Öl auch irgendwo anders mit einräumen. Ich meine, wir haben hier hinten halt auch noch Platz ohne Ende. Von daher könnten wir vielleicht sogar sagen, wir machen die Dinger hier generell auf so Dreier-Dinger. Allerdings die Bücher. Bei den Büchern passt das schon ganz gut. Machen wir hier hinten einfach voll. Nehmen wir uns erstmal einen Karton für Bücher. Beziehungsweise, ja, die Bücher möchte ich eigentlich in irgendeiner weiteren Folge mal zu DVDs ändern. Von daher, dann lassen wir das hinten erstmal, dann gucken wir, suchen wir uns da wieder die schönsten raus, die wir doppelt reinstellen. So, bei dem Reis, ja, das könnten wir natürlich einfach füllen. Das passt eigentlich auch. Wobei wir hier halt auch, wir könnten halt, wir haben hier noch zwei komplett frei, dann können wir da das Öl reinstellen, dann gibt es, falscher Karton, müssen wir den Karton erstmal wegschmeißen. Können wir das Regal nämlich wirklich nochmal zu einem Dreier tauschen, dann gibt es da nur Soße. So, das da raus und dann haben wir gesagt, packen wir das hier rein. Da rein. Und da rein. Ja, gut, wir können auch das einmal komplett rausnehmen hier. Und da einmal komplett einräumen. So. Karton wieder weg. Also, die Karton-App Mod ist wirklich gut. Dann müssen wir, brauchen wir hier mal drei Kartons, dass wir das Regal einmal ausleeren können. Hätte ich auch gucken können, ob der gleiche Karton ist, ne? Ja. Naja, lassen wir mal so stehen. So, noch ein Karton ausräumen. Auch raus. So, dann kann das Regal ja, wieder zu und wir können es gleich verkaufen, weil haben wir genug von. Jetzt brauche ich ein kleines. Ne, das ist ein großes. Da ist ein kleines. Und rein theoretisch haben wir hier ja auch echt noch Platz, also können das jetzt hier so ein bisschen füllend hinstellen, sage ich mal. So ein bisschen vermittelt zwischen den beiden Gängen. Ja, das gefällt mir noch nicht genau. So. Könnte sogar noch ein Stück rüber. So. Ja, ich glaube, so lassen wir es erstmal. So, dann oben die Mayonnaise drauf. Ja, gib mir nochmal einen. Oh, dahin. Ist halt ein bisschen doof, dass oben nur zwei Fächer sind, aber ganz im Ernst, das ist auch genug. Also, wir haben ja unsere Auffüller und im Lager haben wir da mehr von der ganzen Ware nochmal stehen. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder Kartons rumfliegen, die wir nicht brauchen. Ja, gleich Ordnung machen hier. Gleich Ordnung machen. Wir wollen ja hier bald eröffnen und dann soll der Laden vernünftig dastehen. Von daher, wo ist der letzte Kartonsack? Ja. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so schnell laufe, wenn man Großschreiben drückt, kann man schneller laufen. Ich zeige euch das mal kurz hier. Jetzt drücke ich es nicht und jetzt drücke ich Großschreiben und dann
läuft man schneller. Ist keine Mod, ist generell vom Spiel so. So. Dann rein theoretisch könnte Tierfutter halt auch in so einen Dreier und dann hier mit hin. Das würde aber heißen, dass wir das alles damit einräumen. Was ja überhaupt nicht schlimm wäre, ne? Hier könnten wir halt den Reis einfach zum Füllen nehmen. Dann nehmen wir einfach ein Mehl zum Füllen. Oder finden wir noch was, wo noch ein Dreier passt. Könnten halt den wegnehmen und könnten hier Mehl reinmachen. Das machen wir hier rein. Ja, genau, hier machen wir das Tierfutter rein. Das würde ja perfekt passen. Wobei wir auch Kaffee auch drei haben. Drei verschiedene Kaffeesorten. Ja, also da haben wir auf jeden Fall nochmal so ein paar Möglichkeiten. So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir fangen mal hier unten mit dem Klopapier an. Weil wir brauchen mehr als einfach Klopapier. Das ist schon mal klar. Von daher bitte einen großen Karton für Klopapier. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Klopapier und fangen jetzt hier mal links an. Klopapier raus. Klopapier rein. Dann hätten wir hier halt auch wieder so ein Viererfach, wo wir vier Sachen von brauchen würden. Hier mal die gleichen. Oder Toastbrot. Könnten hier Toastbrot reinpacken dann. Ja, aber das ist das, was ich meinte. Also wir werden hier noch das ein oder andere Mal umräumen. Und dann nehmen wir jetzt erstmal vier Fächer für Klopapier. Gucken mal, wie wir das aufteilen. Mal vier Fächer für Klopapier. Wenn wir die auch auf da machen. Brauche ich hier für meinen Karton. Danke. Stellen wir einfach erstmal da hin. Und stellen den Karton mal nach da hinten. Wir werfen ihn nach da hinten. Ist die Frage, wollen wir alles mit Klopapier voll machen unten? Nee, ist ja auch doof, ne? So, aber vier. Vier. Oder machen wir eine Ecke mit Klopapier? Ja, wenn wir rein theoretisch hier so Reinigung, hier haben wir Frühstück. Vielleicht hier irgendwo in der Mitte die Trennung haben. Oder kriegen wir die Ecke wirklich komplett voll damit? Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall genug Platz für alles. Also meine ersten Bedenken, dass wir nicht genug Platz haben, streicht die. Komplett zentral. Wir haben genug Platz. So, wir hätten rein theoretisch hier noch. Ja, wir haben noch unendlich Platz quasi. Ja, komm. Dann nehmen wir mal 6. Das heißt, wir werden hier bei. Wir räumen das einfach erstmal jetzt hier hin. Irgendwo hier wird es dann schon sein. Bei Klopapier ist halt auch die Sache, nimmt halt viel Platz ein. Da passen immer nur 2 ins Regal. So, jetzt hätten wir 6. 1, 2, 3, 6, genau. Dann wäre das von da bis da. Das von da. 2, 3, 4, 5. 6 und das von da 2, 3, 4, 5, 6. Der passt sogar. Dann machen wir das doch so.
Da noch das hin. Dahin. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir dann von jedem Klopapier 6. Nee, falsch. Das muss da bleiben. So, doch, war doch richtig. So, sollte passen. So, Klopapier haben wir verteilt. Dann müssen wir die ganzen anderen Sachen natürlich auch erst nochmal aufteilen. Und ich nehme einfach hier ein paar Sachen raus und verteile die jetzt ein bisschen lockerer hier in den Wänden. Dass wir so Luft haben und dann nehmen wir das hier auch nochmal raus. Das passt der Karton nicht. Das hier nochmal weg. Stellen wir da mal hin. Okay, die Kartongröße passt nicht. Ja. Ich nehme mir schon einen neuen Karton. Da ist er. So. Nehmen wir die hier. Erstmal auf 3 Fächer. Nehmen wir das da mal weg. Packen wir hier hin. Nehmen wir auch 3 Fächer für. Da passt die Größe nämlich natürlich wieder nicht. So, schlimm. Nehmen wir den. Ne, passt auch nicht. Dann holen wir uns einen neuen Karton. Und das kommt da. Wunderbar. So. Das nächste Produkt. 3 ist, glaube ich, immer noch zu wenig, ne? Mal so nebenbei bemerkt. Wir haben hier einfach total viel Platz. Passt nicht, passt. Ne, passt nicht. Suchen jetzt was, was in die Box passt und nehmen das weg. Und ganz im Ernst, ja. Wir verteilen das jetzt bunt. Muss ja auch nicht immer gleich sein, ne? Kann ja so ruhig so ein bisschen... Das passt aber hier mit hin. Dahin. So, jetzt brauche ich mal wieder einen größeren Karton, glaube ich. Ich glaube, das sollte passen. Nee? Okay, dann. Bitte einen neuen Karton. Ah, das ist der ganz große, ne? Ja. Dahin, 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 dahin. Das dahin, dahin, dahin. Passt nicht. Dann dahin, dahin und nee. Ja, und dahin gleich. Obwohl wir hier oben auch noch Platz haben. Dahin. Kann ja ruhig so ein bisschen bunt gemischt sein. So, ich glaube, wir brauchen einen etwas kleineren Karton. Für die hier. Und dann dahin, dahin, dahin. Soll man in jedem Regal auch ein bisschen was stehen? Und halt auch nicht von jedem gleich viel. Ist jetzt ein bisschen angepasster. So, Zahnpasta zum Beispiel, da brauchen wir wirklich nicht so viel. Vielleicht 2 Regale für.
Seife. Ist auch relativ viel drin. Da reichen eigentlich auch die zwei, die wir jetzt hier gerade haben. So, da brauchen wir bestimmt diesen Karton. Nö. Okay, wir nehmen uns einen neuen Karton. Das ist schon echt ein Land. So. Dann kann das hier mal komplett hier weg. Und dann... Ja. Falsche Kartongröße. Dann kriegt das einfach. Hier ist jetzt ja noch nichts drin. Ja, dann kommen die da rein. Und kommen hier nochmal rein. So, das brauchen wir noch. Das haben wir. Ja, komm, dann nehmen wir halt nochmal ein bisschen Handseife mit rüber. Dann kommt hier nochmal Handseife hin. Nochmal zwei Fächer. Passt die Größe nicht. Dann kommt hier nochmal... Davon nochmal zwei hin. Geschirrspültabs können wir ruhig ein bisschen mehr haben. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal irgendwas, was passt. Hier, genau, wir nehmen. Wir nehmen nochmal von dem Waschmittel hier. Spüli sozusagen, müsste das sein. Da noch mal ein bisschen was hin. So. Und von dem spiele ich noch was. Dann hier haben wir noch eine Lücke. Das müsste eigentlich alles voll sein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, ändern wir das mit dem Katzenfutter noch. Und das räumen wir mit in das Regal ein, weil hier haben wir ja auch noch Platz. Ja, und die müssen auch nochmal richtig hingestellt werden. Ja, habt ihr recht. Das Toastbrot sollte ja dann da rein. Das hier hin. Nehmen jetzt erstmal zwei Fächer. Und dann haben wir hier noch Zucker, passt nicht. Der passt aber. Genau, dann können wir uns eine Zuckerecke machen. Ja, haben wir genau sechs Plätze. Da eins hin. Warte, halt, stopp. Das sind drei, das sind vier. Macht zwölf, also zwei. Zwei Regale oder zwei Fächer pro Zucker. Dann haben wir nämlich hier die zuckersüße Ecke. Ganz im Ernst, wenn ich hier ein Schild hinhängen könnte, würde ich das machen. Hier, zuckersüße Ecke. Hört sich doch gut an, oder?
man sich im Laden sucht. Wo bist du denn gerade? Ich bin in der zuckersüßen Ecke. Ja, bevor ich jetzt lange suche, welcher Karton das ist, ich nehme mir einfach 9 und dann räume ich gleich nach der Folge einmal auf und bringe die Kartons weg. Ah, haben wir sogar 7-mal Zucker? Anscheinend. 7 verschiedene Zuckersorten. Na egal. Dann kommt, gehen wir hier mit rum und machen hier nochmal. Passt doch. Wunderbar. Und dann kann der raus. Beziehungsweise können wir auch gleich direkt verkaufen und holen nochmal einen kleinen rein. Und der war hier so ein bisschen überlappend quasi. Das passt natürlich wieder nicht in die Box. Und das kommt oben drauf. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das steht falsch. So. Kann man das nämlich von hier dann schön sehen, was da drin ist. Ich muss sagen, das sieht gut aus mit den etwas niedrigen. Haben wir nur da die zwei hohen? Ja gut, man könnte die beiden hohen nochmal irgendwie verteilen, dass man das eine nochmal nach da packt. Oder beide hohen nach da. Dass man die Sicht zum Laden offener hat. Ja, das würde ich sagen. Gucken wir aber in einer weiteren Folge. Und ich würde sagen, ich räume erstmal auf. Und ja, dann kommen wir zum Ende der Folge. Und in der nächsten Folge mal gucken, mit was wir weitermachen. Vielleicht mache ich auch zwischendurch ein bisschen und... Naja, vielleicht machen wir jetzt auch erstmal langsam mal den Laden mal auf und... Gucken uns mal an, wie die Ecke aussieht. Ja, seid gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja in der nächsten Folge die Ladenöffnung. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!